Ein paar wenige Demonstranten sind vor dem Kanzleramt, als der Bus mit 31 jungen Syrern aus Landshut ankommt. Die jungen Männer, so scheint es, verstehen den ganzen Rummel nicht, hatten sie doch gehofft, in Berlin endlich eine Bleibe zu bekommen. Stattdessen warten 1,5 Stunden vor dem Kanzleramt. Dann werden sie schließlich nach Brandenburg in eine Pension gebracht. Als Protest gegen Bundeskanzlerin Merkel hat der Landshuter Landrat Peter Dreyer die Asylbewerber nach Berlin geschickt. Ich bin immer dafür, dass wir diese Menschen menschenwürdig unterbringen und nicht in Notunterkünften monatelang in Hallen oder dergleichen unterbringen. Und diese menschenwürdigen Unterbringungsformen können wir in dieser Geschwindigkeit, in dieser Zahl nicht mehr zur Verfügung stellen. Und deshalb muss ein Zeichen gesetzt werden. Ein Zeichen dürfte Dreyer mit seiner durchaus fragwürdigen Protestaktion gesetzt haben. Vor 3 Monaten hatte er der Kanzlerin bereits einen Brandbrief geschrieben und darauf hingewiesen, bald keinen Flüchtling mehr aufnehmen zu können. Die Kapazitäten wären am Ende. Die Bundesregierung zeigt Verständnis, sieht aber die bayerische Landesregierung in der Verantwortung. Die staatliche Aufgabenverteilung sieht vor, dass die Länder und Kommunen für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig sind, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Syrer sind anerkannte Asylbewerber. In einer Flüchtlingsunterkunft dürfen sie nicht mehr leben. Eine Wohnung bekommen sie aber nur schwer. In Berlin sollten die Männer jetzt ihr Glück versuchen. Ich brauche eine Wohnung und Arbeit. Und um Deutsch zu lernen, möchte ich zur Schule gehen, mindestens noch 5 oder 6 Monate lang. Doch Berlin wird wohl nicht ihr neuer Wohnort. Der Berliner Senat will die Flüchtlinge zurück nach Landshut schicken. Auch Dreyer wird wieder zurückfahren, allerdings in seinem Dienstwagen.